Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Veranstaltung heute. Hier bei mir ist Jan von der European Digital Rights Vereinigung oder kurz ERI, vielleicht kennt er sie eher unter dem Kürzel. Und er wird uns heute etwas erzählen, warum DMA und DSA die bösen Taten der Großkonzerne verhindern könnten. Vielen Dank. Bühne frei. Hallo und vielen Dank für euer Interesse. Es ist ja nicht gerade ein super sexy Thema, über so Gesetze zu sprechen. Insofern besonders froh, dass der Raum so voll ist. Ich bin im Policy-Team bei EDRI zuständig für Interessenvertretung. EDRI ist ein Netzwerk von 47 zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Digitale Gesellschaft, CCC und viele andere Epicenter sind Mitglieder bei uns. Und unsere Aufgabe ist es, in Brüssel die verschiedenen Stimmen der digitalrechtlichen Zivilgesellschaft zusammenzubringen und gegenüber den europäischen Institutionen zu vertreten. Das Ziel ist es dabei immer, dass europäische und nationale Gesetze Grundrechte bei der Digitalgesetzgebung mit berücksichtigen, idealerweise fördern. Und das ist die ganze Arbeit, die wir in Brüssel machen. Irgendjemand hat die völlig verrückte Idee gehabt, zu glauben, dass man innerhalb von 45 Minuten DSA und DMA komplett zusammen behandeln kann. Es kann sein, dass ich das war. Ich werde also versuchen, so ein bisschen an der Oberfläche entlang zu surfen mit euch. Wenn hinterher Fragen sind, es wird auf jeden Fall Fragenzeit geben, dann stellt die bitte auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe in den vergangenen 4 Jahren mit allen Akteuren in Brüssel zu diesem Thema gesprochen und wir haben eben versucht, den Digital Services Act und den Digital Markets Act so grundrechtsfreundlich wie möglich zu gestalten. Bin ich dabei erfolgreich gewesen? Ich hoffe, dass ihr nach diesem Vortrag vielleicht euch selbst eine Meinung dazu bilden könnt und es mir vielleicht auch sagen könnt. Also, was ist der Digital Services Act? Und ich gehe mal hier eine Slide weiter, das ist bei meinem Setup hier ein bisschen komplizierter. Was ist der Digital Services Act? Manche haben das ein Plattformreform oder Plattformgesetz genannt, andere haben es eine Verfassung für das Internet in Europa genannt. Ich glaube, das Ganze ist in der Realität viel weniger glamourös. Der DSA reformiert in erster Linie erstmal eine bestehende Richtlinie, die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000. Warum war das notwendig? Naja, das Jahr 2000 ist halt schon eine Weile her, als die Richtlinie damals verhandelt wurde in den 90ern. Das wisst ihr alle, sah das Internet vollkommen anders aus. Die Plattformen, die vom DSA reguliert werden sollen, die gab es damals noch überhaupt nicht. Haben sich die meisten nicht vorstellen können, wie das Internet heute aussehen würde. Aber beim DSA geht es um viel mehr als nur um Facebook oder TikTok. Der Anwendungsbereich, und damit komme ich zu der ersten substanziellen Slide, der Anwendungsbereich umfasst alle Online-Intermediäre, also alles, was von sozialen Medien über File-Hoster wie Dropbox, Web-Hosting-Angebote, Cloud-Dienste bis hin zu DNS-Resolvern. Und hier könnt ihr ein bisschen sehen, welche verschiedenen Dienste da alles mit runterfallen und wie das aufgeschlüsselt ist. Und die Formulierung hier, die Aufschlüsselung zu Intermediäre, Hosting-Dienste, Online-Plattformen und sehr große Online-Plattformen. Und Suchmaschinen finden sich tatsächlich auch so im Gesetz wieder. Und weil der DSA so viele von diesen Online-Diensten umfasst oder reguliert, stellt das natürlich auch ein besonders großes Risiko für die Grundrechte dar. Denn wir benutzen diese Dienste natürlich für ganz viele verschiedene Dinge, freie Meinungsäußerung, freie Verteilung von Informationen, zum Schutze der Privatsphäre und so weiter. Insofern hat das auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die Grundrechte. Und damit komme ich auch schon zu einem guten Teil im DSA. Der Vortrag heißt The Good, The Bad, The Ugly. Ich fange mit den guten Sachen an. Die EU-Kommission war schlau genug und hat sich auch gut beraten lassen, unter anderem von uns, dass nicht alle diese Dienste über einen Kamm geschert werden können, wenn es darum geht, Regeln für diese Dienste aufzustellen. Und deswegen hat die Kommission in ihrem Vorschlag schon, und das ist jetzt tatsächlich auch im finalen Gesetz drin, eben unterschiedliche Ansätze gewählt für die verschiedenen Arten von Diensten. So gibt es eben sehr niedrige Anforderungen an Intermediäre, an alle Plattformen, die nur Intermediäre sind. Dann gibt es ein bisschen mehr Anforderungen für Hosting-Dienste, noch größere Anforderungen an Online-Plattformen und die
sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen, also alle mit mehr als 45 Millionen Nutzenden in der EU, die bekommen die größten Verpflichtungen aufgebürdet. Vielleicht kurz noch über die, was Intermediäre eigentlich sind. Online-Intermediäre sind alle Arten von Diensten, die irgendwie zwischen den Nutzenden vermitteln, zwischen den Servern und den Clients oder zwischen den Clients. Das fällt alles unter Intermediäre. Nicht jeder Intermediär, wie gesagt, ist auch gleichzeitig eine Online-Plattform. Eine Online-Plattform definiert sich über die Möglichkeit für Nutzende, Inhalte an die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, Chat-Messenger zum Beispiel oder Chat-Dienste würden nicht als Online-Plattform gezählt, solange die Inhalte der Chat-Nachrichten nicht an die Öffentlichkeit gelangen können. Mit dieser Veröffentlichung, mit diesem Veröffentlichungsakt und der Möglichkeit für Nutzende, diesen vorzunehmen, fällt ein Dienst dann unter die Definition einer Online-Plattform. Die Messe, ich habe gerade Chatdienste ganz bewusst genannt, weil das ein großer Kampf auch war. Diese fallen zwar irgendwie halt in unter einige von diesen Regeln, aber die meisten Regeln gelten nicht für Chatdienste. Und das war für uns eine wichtige Entscheidung, denn wenn man anfängt, Chatdienste zu regulieren, wir haben das heute Morgen gehört in dem Vortrag über die Chatkontrolle, dann kommt man ganz, ganz schnell in Teufelsküche. Caching- und Hosting-Dienste unterliegen wie schon vor dem DSA, da hat er gar nichts Neues gemacht, einer konditionellen Haftungsregel. Caching- und Hosting-Dienste wären quasi hier in der zweitgrößten Bubble. Die unterliegen also einer konditionalen Haftungsregel, das heißt zum Beispiel ein File-Hoster oder eine Online-Plattform kann nur dann für möglicherweise illegale Inhalte haftbar gemacht werden, von Nutzenden haftbar gemacht werden, wenn die Plattform von der Illegalität der Inhalte weiß und nichts dagegen unternimmt. Es gibt das aber keine Obligation, keine Verpflichtung für die Plattformen, eine allgemeine Monitoring-Aktivität irgendwie zu starten. Also ich muss da jetzt nicht aktiv irgendwie meine Nutzenden überwachen und gucken, dass die nichts Illegales machen. Das reicht, wenn ich einen Flagging-Mechanismus habe, der es Nutzenden ermöglicht, etwaige illegale Inhalte zu melden. Dann muss ich aktiv werden, muss gucken, stimmt das, ist das möglicherweise illegal, muss handeln auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. Man muss also zeigen, dass man einen Prozess in place hat, der einem ermöglicht, eben solche Entscheidungen auch vernünftig zu treffen. Das heißt aber nicht, dass man selbst als Plattform plötzlich zum Richter oder zur Richterin werden muss oder irgendwie Rechtswissenschaftler einstellen muss, die das untersuchen, sondern die Entscheidung kann auch auf Basis des normalen Menschenverstands, möchte ich sagen, gefällt werden. Also da enden auch die Verpflichtungen schon bei Nutzenden. Das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der Zivilgesellschaft, die eine breitere Haftungsandrohung für Online-Dienste abgelehnt hat. Das ist sicherlich für viele von euch nicht neu, weil wir wissen aus früheren Beispielen, dass zu starke Haftungsverpflichtungen oder Haftungsandrohungen und eine Verantwortlichkeitsmachung der Plattform für nutzergenerierte Inhalte häufig zum Overblocking von legalen Inhalten führt, weil sich die Plattform als kommerzieller Anbieter natürlich in erster Linie vor möglichen Haftungsrisiken schützen möchte. Können wir gerne aber noch diskutieren im Fragenbereich, wenn da noch offene Fragen sein sollten. Insgesamt anerkennt der Digital Services Act dabei aber den Ansatz, dass Hosting und andere Plattformen einschließlich sozialer Medien in erster Linie Intermediäre sind. Wenn wir uns so Plattformen wie Facebook und Instagram angucken, stimmt das natürlich nur zum Teil. Die sind nicht nur Intermediäre, aber in erster Linie primär handelt es sich hier um Intermediäre und die primäre Verantwortung für die Legalität von nutzergenerierten Inhalten liegt eben bei den jeweiligen Nutzenden. Und das ist auch im DSA weiter der Fall. Das heißt aber nicht, dass Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, also vor allem die sehr großen, ohne Verantwortung sind. Denn es gibt eine ganze Reihe an prozeduralen Verpflichtungen im Digital Services Act für diese sehr großen Online-Plattformen. Und das ist auch deswegen wichtig, weil wir anerkennen müssen, dass weil die Plattformen so groß sind, und eben auch in die Art und Weise der Verteilung der Inhalte eingreifen,
über Machine Learning Algorithmen, über was auch immer die mit ihren Werbenetzwerken machen und dann, um dann bestimmte Inhalte nach oben zu spülen, dass es eben, dass da eben auch ein Potenzial für Schaden da ist, den die Plattformen anrichten können, weil sie eben so viel Macht haben. Und was sind das genau für prozedurale Verpflichtungen? Ich sage das ganz schnell, weil ich so wenig Zeit nur habe. Das sind Sachen wie, die Plattformen sind verpflichtet, dass die AGBs transparent und verständlich sein müssen, dass also jeder Nutzende, jede Nutzende weiß, unter welchen Regeln man da eigentlich aktiv ist auf der Plattform und nicht überrascht wird von, oh, ich wusste gar nicht, dass das nicht erlaubt ist, hier irgendwie keine Nacktbilder zu posten. Es muss einen Flagging-Mechanismus geben, den habe ich schon erwähnt. Viele Plattformen haben das auch schon, inklusive Mastodon. Also wenn ich auf Mastodon oder woanders irgendwas finde, kann ich sagen, hier, oh, das glaube ich, das ist nicht okay und das den Moderatoren flaggen. Es muss eine verpflichtende Angabe von Gründen geben, wenn eine Plattform Inhalte runternimmt oder Accounts blockiert, suspendiert. Also jede Aktion, die einen Nutzer oder eine Nutzerin einschränkt, muss begründet werden, transparent. Und darüber hinaus, und da komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt, gibt es besondere Regeln für die Transparenz der Plattformen und den Umgang mit dem, was der DSA systemische Risiken nennt. Das ist ein bisschen ein opakes System und war schwer für viele erstmal zu verstehen in der Community, was systemische Risiken eigentlich sind. Und ich werde ganz kurz darauf eingehen. Die sehr großen, und wie gesagt, das gilt also alles nur für die sehr großen Online-Plattformen und sehr großen Suchmaschinen. Die Plattformen müssen jährliche Berichte zu diesen systemischen Risiken veröffentlichen und auch über die Maßnahmen, die die Plattformen gedenken zu ergreifen, um diese Risiken zu reduzieren. Das ist die Liste der systemischen Risiken, die der DSA aufzählt im Gesetzestext. Das sind solche Sachen wie, hilft meine Plattform Leuten dabei, illegale Inhalte zu verbreiten? Was sind die negativen Auswirkungen möglicherweise auf die Grundrechte der Nutzenden? Negative Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte, auf Wahlprozesse. Also hier sieht man ganz klar den Hinrichtung Desinformation, Fake News, Einfluss auf die öffentliche Debatte. Auch die öffentliche Sicherheit, ganz klarer Hinrichtung, Verteilung von möglicherweise terroristischen Inhalten, negative Auswirkungen in Bezug auf Gewalt gegen Frauen, auch ganz wichtig, und die öffentliche Gesundheit, Hinrichtung Covid und Fake News in dem Bereich und den Schutz von Minderjährigen. Das ist erstmal eine Beispielliste, die der DSA anführt, um zu erklären, an welche Art von systemischen Risiken die Gesetzgeberin hier gedacht hat. Der DSA geht aber noch weiter und macht konkrete Vorschläge dafür, welche Arten von Maßnahmen Plattformen, sehr große Plattformen ergreifen könnten, um diesen Risiken zu begegnen. Zum Beispiel die Gestaltung der Funktionsweise der Dienste, also User Interface, Algorithmen gehören natürlich dazu, Anpassung der Durchsetzung der Geschäftsbedingungen, da habe ich schon drüber gesprochen, wie die Content Moderation funktioniert, einschließlich der Geschwindigkeit und der Qualität der Moderation, Erprobung, Anpassung der algorithmischen Empfehlungssysteme, das war ein Punkt, wo wir uns stark für eingesetzt haben, dass das damit auftaucht. Werbesysteme ebenso, das war für uns wichtig, weil wir glauben, dass das Geschäftsmodell, das auf Tracking-Werbung aufbaut, ein Baustein in der Problemdefinition ist. Mit den Trusted Flaggers haben wir ein größeres Problem gehabt in Brüssel, aber das haben wir leider nicht rausgekriegt. Und das ist also eine Liste an Vorschlägen. Und mir ist es ganz wichtig, das zu betonen, denn es gab in der Tat im politischen Prozess den Versuch, die Europäische Kommission zu ermächtigen, im Falle des Falles solche Maßnahmen, also konkrete Maßnahmen, zu erzwingen gegenüber den Online-Plattformen. Und da war unsere Sorge, so kritisch wir den großen Plattformen gegenüberstehen, dass wir hier der Europäischen Kommission als einer nicht gewählten Institution in Europa, die zu viel Macht in die Hand geben, hier Einfluss auf das Informationssystem, auf den Informationsfluss in Europa zu nehmen, ohne dass das dann weiterhin kontrolliert werden kann. Insofern haben wir uns stark dafür eingesetzt und zum Glück mit Erfolg, mit vielen anderen zusammen, dass dies die Kommission lediglich als Vorschläge auf den Tisch legen kann, um den Plattformen quasi zu helfen, diesen systemischen Risiken besser zu begegnen. Am Schluss bleibt es aber den Plattformen frei, welche genauen Maßnahmen sie ergreifen möchten, um die systemischen Risiken anzugehen. Deswegen habe ich mir erlaubt, das jetzt noch so gerade noch so in die Gut-Position reinzuschieben. Auch deswegen, weil es unser Ziel war,
dass der DSA sich eben nicht in dem Klein-Klein der Content-Moderation-Verpflichtungen verliert und am Schluss der Staat entscheidet, welche Inhalte online bleiben dürfen und welche nicht, außerhalb dessen, was legal oder illegal ist. Denn dann hätten wir tatsächlich die Gefahr, dass es so ein Wahrheitsministerium auf europäischer Ebene gibt, sondern dass der DSA sich stattdessen eben auf die systemischen Probleme fokussiert und sagt, lass uns die lösen. Und am Schluss ist dann die Frage der Content Moderation vielleicht sogar eher nachgelagert. Jetzt kann es natürlich sein, dass trotz dieser ganzen wunderbaren Maßnahmen, die möglicherweise hoffentlich vielleicht von manchen von den Plattformen dann auch umgesetzt werden, man als Nutzender oder Nutzende trotzdem nicht einverstanden ist mit einer Content Moderation Entscheidung einer großen Plattform. Und hier sieht der DSA eine ganze Reihe an Sachen vor. Und jetzt komme ich schon direkt in das schwierige Fahrwasser des weniger Guten. Es gibt zum einen die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung. Das ist etwas ebenfalls, wo wir uns bei EDRI sehr für eingesetzt haben, dass Leute eben die Möglichkeit haben, eine Entscheidung einer großen Plattform anzufechten, ohne dafür direkt vor Gericht gehen zu müssen. Denn die wenigsten, glaube ich, in der Gesellschaft haben die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, dann vor Gericht zu ziehen, weil irgendwie ein Tweet gelöscht würde oder sowas. Insofern, außergerichtliche Streitbeilegung ist eine niederschwelligere Möglichkeit, sich hier Recht zu verschaffen. Leider wurde die Verbindlichkeit dieser Entscheidung rausgekegelt in den letzten Verhandlungsrunden, ohne dass wir das verhindern konnten. Und damit ist diesem guten Tool der Zahn gezogen, was ein bisschen schade ist. Ein weiteres Problem in der Negativliste: jeder kann sich im Prinzip als Trusted Flagger anmelden. Was wir ganz gut fanden, ist, dass bevor man Trusted Flagger ist, ist klar, also man hat quasi eine besondere Beziehung. Man kann also, wenn man möglicherweise illegale Inhalte flaggt gegenüber der Plattform, dann werden die eigenen Flaggings mit Priorität behandelt, weil man als sogenannter Trusted Flagger gilt. In der Vergangenheit hat diese Position vor allem Rechteinhaber inne. Da kommt also Warner Brothers oder Sony oder sowas und geht halt hin, oh, das ist aber unser Stück, und dann nehmen die Plattformen das runter, ohne weiter nachzufragen. Und das führt systematisch auch zu Overblocking, weswegen wir das eher kritisch sehen bei EDRI. Aber jetzt kommt dazu, dass eben jeder also jetzt zur Behörde gehen kann, sagen, hey, ich will gern Trusted Flagger sein, und die Behörde macht dann also Rubberstamp. Und unsere Horrorvorstellung ist, dass in europäischen Mitgliedstaaten jetzt also zum Beispiel Polizeibehörden um die Ecke kommen und sich als Trusted Flagger anmelden und dann, anstatt die Poster illegaler Inhalte zu verfolgen und dann durch den Due Process eines Gerichtsprozesses zu gehen und zu sagen, hier hat jemand was Illegales gemacht online, nehmen die einfach quasi diesen billigen Approach und gehen einfach hin und sagen, oh, Inhalt löschen, bumm, fertig. Dadurch haben wir zwei Sachen, nämlich einmal, wir geben der Polizei unheimliche Macht, ohne transparenten Prozess einfach Inhalte verschwinden zu lassen, und B, Straflosigkeit, denn da findet dann keine Strafverfolgung statt im Zweifelsfall. Und da war unser Argument zu sagen, ey Leute, entweder etwas ist schlimm genug, dass man auch vor Gericht dafür ziehen oder dass die Leute verklagt werden, oder es ist nicht so schlimm, aber dann muss man der Polizei auch nicht diese Mega-Macht in die Hand geben. Gut, also das ist leider nicht so gut gelungen im DSA. Ein weiterer Punkt, wo wir stark dran gearbeitet haben, der auch in der Presse weiter ausgetreten wurde, war der Versuch, den DSA zu benutzen, das ganze Ding um Dark Patterns zu regulieren, idealerweise Dark Patterns zu verbieten. Dark Patterns, also der Versuch, mit einem bestimmten Interface-Design Leute dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten. Wie zum Beispiel, ja, ich will Cookies zu klicken oder sowas. Da gibt es also eine ganz, ganz limitierte Einschränkung, was sehr, sehr schade ist. Wir hatten eigentlich einen schönen Gesetzesvorschlag, einen Artikelvorschlag gemacht für die Leute im Parlament, der dann auch zur Abstimmung stand, aber leider keine Mehrheit bekommen hat. Das Gleiche gilt für die Tracking-Werbung, die wir bei EDRI natürlich hassen, wo wir versucht haben, ein weitestgehendes Verbot reinzukriegen in den DSA. Das ist leider nur so als Piecemeal erfolgreich gewesen. In Zukunft wird es beim DSA Online-Plattformen verboten sein, bestimmte Datenkategorien an persönlichen Daten für das Targeting von Tracking-Werbung zu benutzen. Dazu gehören besonders sensible Daten wie Gesundheitsdaten, politische Einstellungen, sexuelle Präferenzen und die Daten von Minderjährigen. Gilt aber nur für Online-Plattformen. Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Gilt nicht für Google Ads, die in irgendwelche Websites eingebettet sind. Ist also leider eine sehr eingeschränkte
Provision, aber wir hoffen zumindest, dass es so eine Art Symbol jetzt irgendwie ist und in Zukunft auch dann weiteres noch in andere Gesetze reinkommen kann. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit, da richtig reinzusteigen. Ist auf jeden Fall eine der ugliest Dinge, die man im DSA findet, auch in der letzten Minute vor Verhandlungsschluss noch reinverhandelt, weil Ukraine, ne, und solche Sachen, plötzlich war irgendwie, alle waren so in Krisenmodus und ja, insofern ist dieses Ding da drin, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es hätte sein können. Auch da haben wir nochmal hart nachgelobbyt von E3-Seite. Okay, bevor meine Zeit abläuft, springe ich zum Digital Markets Act und will nur kurz gucken, dass ich nichts vergessen habe. Genau, das waren, glaube ich, die ganzen Dinge. Jetzt habe ich die schlimmsten Sachen, glaube ich, abgearbeitet. Aber ihr habt schon gesehen, ne, also da ist eine ganze Menge positive Sachen auch im DSA drin, trotz der Unzulänglichkeiten an einigen Stellen. Der Digital Markets Act ist ein vollkommen separates Gesetz. Will ich nur darauf hinweisen, wird immer zusammen genannt, war auch in der politischen Debatte häufig vermengt. Irgendwie ist aber ein vollständig eigenständiges Gesetz mit dem einzigen Link zum DSA, dass beide Gesetze ungefähr ähnliche Unternehmen treffen am Ende. Was im DSA sehr große Online-Plattformen heißt im DMA Gatekeeper. Und das Ziel des DMA ist es, bekanntes, wettbewerbsverzerrendes Verhalten von diesen Gatekeepern zu unterbinden. Da hat die Kommission gemerkt, auch, da kommt immer wieder das gleiche Verhalten von immer wieder den gleichen Playern. Und jedes Mal, wenn das kommt, müssen wir ein jahrelanges Verfahren gegen die führen, um dieses spezielle Verhalten nachzuweisen, zu zeigen, dass es schädlich ist und dann eine Strafe zu verhängen. Bis dahin ist aber der Markt schon wieder übernommen von dem entsprechenden Teilnehmer. Insofern haben wir gesagt, lass uns das doch lieber gleich verbieten, dann haben wir das ein für alle Mal rum. Und genau das ist die Aufgabe des DMA. Was sind genau Gatekeeper? Gatekeeper können Unternehmen sein, die eine dieser sogenannten Core Services anbieten. Also die Liste ist lang, da fällt quasi alles an Big Tech irgendwie drunter und noch ein bisschen mehr. Aber nicht jedes Unternehmen, das das anbietet, ist ein Gatekeeper, sondern nur solche, die erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt haben, wichtiges Zugangstor für gewerbliche Nutzer zu Endnutzern sind oder gefestigte und dauerhafte Positionen am Markt haben. Das klingt jetzt so ein bisschen fluffy, aber im DMA sind konkrete Zahlen enthalten, was das genau bedeutet. Also zum Beispiel erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt in der EU hat ein Unternehmen, das mindestens 7,5 Milliarden Euro Jahresumsatz in der EU macht oder 75 Milliarden Marktwert, also Kapitalisierung am Markt hat. Die Kommission hat aber das Recht, auch solche Unternehmen als Gatekeeper zu definieren, die rein numerisch diese Zahlen nicht erreichen, wenn die Kommission davon ausgeht, dass qualitativ diese Eigenschaften trotzdem erreicht sind. Also Gatekeeper sind zum Beispiel Apple mit ihrem App Store Monopol auf dem iPhone, als Gatekeeper zwischen den App-Developern auf der einen Seite und Streaming-Diensten auf der anderen und den Nutzenden auf der anderen Seite. Also App-Developern auf der einen, Nutzenden auf der anderen. Oder Streaming-Dienste auf der einen, Nutzende auf der anderen. Viele von euch werden den Streit Spotify gegen Apple kennen. Zum Beispiel Amazon, Marktplatz. Gatekeeper zwischen den Händlern auf der einen und den Nutzenden auf der anderen. Kontrolliert aber nicht nur den Marktplatz, sondern auch die Logistik und einen großen Teil des Produktangebots. Facebook, klassischer Gatekeeper, größtes Netzwerk mit dem Zugang zu den sozialen Profilen von 3 Milliarden Menschen, kontrolliert die Aktionen, sitzt zwischen all diesen Menschen und wer auch immer den Leuten was verkaufen will über soziale Netzwerke. Aber weil die Liste so groß ist, und auch das ist ein Verdienst von vielen Advocacy in Brüssel, dass die Liste so lang ist, denkt eben auch an Google Chrome zum Beispiel, Gatekeeper für den Zugang zum Web, Google Search natürlich, Microsoft Windows als Betriebssystem, immer noch auf Computern das weitverbreiteste Betriebssystem, by far. Und all diese Dienste können eben von der Kommission als Gatekeeper im Sinne des Digital Markets Act designiert werden. Übrigens findet das alles gerade jetzt statt. Das Gesetz ist in Kraft seit Ende letzten Jahres. Jetzt ist es die Aufgabe der Kommission, sowohl die sehr großen Online-Plattformen unterm DSA
als auch die Gatekeeper unterm DMA offiziell zu designieren. Wir rechnen jetzt jede Woche damit, dass die ersten Designierungen veröffentlicht werden. Ein kurioser Gatekeeper wird übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit, eine kuriose, sehr große Online-Plattform unter dem DSA wird übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit Wikipedia sein, die schon seit einiger Zeit eben dabei sind, sich auf diese Verpflichtungen vorzubereiten. Aber zurück zum DMA. Was passiert jetzt genau mit diesen Verpflichtungen oder mit dieser Gatekeeper-Definition? Der DMA führt ungefähr 2 Dutzend neue Verpflichtungen und Verbote für diese Gatekeeper ein. Und da sind richtig coole Sachen dabei. Kann ich nicht anders sagen. Also alternative App Stores zum Beispiel. Apple wird unter dem DSA verpflichtet sein, auf iPhones App Stores von Drittanbietern zuzulassen, was aktuell nicht der Fall ist. Datenportabilität. Gatekeeper werden verpflichtet sein, Nutzenden es zu erlauben, alle Daten aus ihrem Profil rauszuholen in einem standardisierten, maschinenlesbaren Format, um sie so woanders wieder importieren zu können. Das dürfen die also nicht irgendeinen proprietären Plop reinpacken, sondern es muss wirklich nutzbar sein. Deinstallation unerwünschter Software. Wer hat nicht ein Android-Phone, was voll ist mit Bloatware, die ja gerne loswerden würde, aber weiß nicht, wie es routen soll? Das wird in Zukunft einfacher werden. Das Verhindern von Deinstallieren von Apps auf Smartphones wird nicht mehr erlaubt sein. Das Gleiche gilt für das Ändern von Standard-Apps. So, hallo, Apple, Safari-Browser und so. Auch verboten. Und zu guter Letzt ein Punkt, der uns bei Edri auch sehr wichtig war. Verpflichtende Interoperabilität von Gatekeeper-Chat. Apps. Wir haben von dem Login gerade hier im Talk über Twitter und Mastodon gehört, was für ein Problem das ist, weil die Dienste nicht miteinander kompatibel sind. Unser Argument war zu sagen, wenn wir es schaffen, Facebook dazu zu zwingen, den Facebook Messenger interoperabel zu machen mit anderen Messengern, dann können Facebook-Nutzer plötzlich weggehen von Facebook woanders hin, ohne dass sie alle ihre sozialen Kontakte verlieren. Wir hätten uns das ganz gerne größer gewünscht, als eine generelle Verpflichtung zur Interoperabilität. Am Schluss politischen Kompromiss kommt nach und so weiter. Und am Schluss, was wir gekriegt haben, war eine Verpflichtung für Chat-Apps, die von Gatekeepern angeboten werden. Und das wird sehr wahrscheinlich sein, mal Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, vielleicht noch manche andere. Und ich habe davon eine extra Slide gemacht, weil es da einige Debatte auch bei uns in der Community drüber gab. Denn dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie macht man denn sowas überhaupt? Wie soll denn WhatsApp eigentlich interoperabel werden mit anderen Messengern, ohne dass man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kaputt macht? Wie soll man denn die verschiedenen Verschlüsselungsprotokolle kompatibel kriegen? Diese Verpflichtung gilt nur für den Gatekeeper. Das ist vielleicht das wichtigste Takeaway. Es ist also keine Verpflichtung für Signal oder für Threema oder für Matrix irgendwie sich kompatibel zu machen mit allem anderen Möglichen. So ist das nicht, sondern es ist lediglich für den Gatekeeper eine Verpflichtung und auch nur auf Anfrage. Das heißt, erst wenn ein Dritter an WhatsApp herantritt und sagt, ich möchte gerne mit dir und interoperabel sein, mach das bitte möglich, erst dann greift die Verpflichtung wirklich. Auch nur, wenn die Nutzenden das wollen. Das heißt, es wird ein Pop-up geben, was sagt hier, Kontaktanfrage von Person XYZ, von dieser oder jener App, anderes Netzwerk, willst du das oder willst du es nicht? Und mit größter Wahrscheinlichkeit geht das über APIs unter Kontrolle des Gatekeepers. Wir hätten uns eigentlich lieber einen offenen Standard gewünscht. Das hätte die Entwicklung vermutlich vereinfacht, aber das wurde von den Lobbyisten, Facebook etc. verhindert. Das ist im Großen und Ganzen das, was der DMA vorschlägt. Ich empfehle euch mal, da reinzuschauen. Die Liste an Verpflichtungen im DMA und Verboten im DMA ist recht verständlich und leicht zu lesen. Und man kann da schön rauslesen, was der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin damit gemeint hat und wen. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ich wollte euch nicht überladen. Und vielleicht als Fazit, DSA und DMA sind insgesamt solide Gesetze, viel besser als viel anderer Schmuh, der aus Brüssel kommt. Ihr habt davon viel schon gehört. Und bringt eine Verbesserung mit. Es ist leider nicht die Revolution, die wir uns erhofft haben. Aber es ist ein guter erster Schritt und wir hoffen, dass wir in Zukunft darauf aufbauen können. Und ich freue mich sehr auf Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Diskussionen. Vielen Dank. Ja.
Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Gibt es Fragen? Hier in der Mitte des Raumes ist ein Mikrofon. Kann man aufstehen, hinlaufen und die Frage reinsprechen? Ja. Hallo? Okay. Eine Frage zu diesem Krisenreaktionsmechanismus. Könnte das noch in zwei, drei Sätzen kurz erläutert werden? Vielen Dank dafür. Ich hätte das eigentlich lieber mit aufnehmen sollen. Die Idee der Gesetzgeberin war hier zu sagen, wir möchten gerne im Falle einer Krise, Kriegsfall, Pandemie, was auch immer, verstärkte Möglichkeiten der Behörden haben, Plattformen, Verpflichtungen aufzuerlegen, zum Beispiel um die Verteilung, den Spread von Fake News zu verhindern. Das war so ein bisschen die Idee. Also quasi die Sachen, die als Vorschläge in diese systemischen Risiken mit drinstehen, dass die dann auch als Zwang durchgesetzt werden können. Da sind wir natürlich sofort auf die Barrikaden und haben gesagt, hey, Moment mal, die Kommission, die ist nicht demokratisch legitimiert, warum soll die das durchsetzen können? Wir haben zum Glück eine Änderung erwirken können, zusammen mit anderen aus der Zivilgesellschaft, dass das die Kommission jetzt nur machen darf, wenn sie vorher dazu die Ermächtigung erhalten hat von den nationalen Behörden, die der DSA erzielt. Also laut DSA muss jeder Mitgliedstaat in der EU eine nationale Aufsichtsbehörde erstellen, den sogenannten Digital Services Coordinator. Das ist eine unabhängige Behörde, ähnlich wie die Datenschutzbeauftragten in den Mitgliedstaaten der EU. Und die sitzen zusammen in einem Board auf europäischer Ebene, um als nationale Regulierungsbehörden sich kurz zu schließen und auf gemeinsame Positionen zu einigen. Und erst wenn die per Mehrheitsbeschluss die Kommission dazu ermächtigt haben, eine Krise auszurufen quasi, erst dann darf sie diese Powers überhaupt benutzen. Das ist quasi ein Notfallmechanismus, noch so ein Stopgap eingebaut haben, um den Missbrauch zu verhindern. Aber insgesamt hätten wir es lieber gesehen, wenn dieser Mechanismus gar nicht erst im DSA auftaucht. Hallo, danke für den Vortrag, es war sehr spannend bis jetzt. Zu der Interoperabilität der Chat-Apps, gibt es da auch Zeithorizonte, wo die Großen das machen müssen, sonst können sie einfach nichts tun? Ja. Und können ja auch vielleicht sagen, ja, wir machen echt extra schlechte Verschlüsselung für die anderen, dass die einen Nachteil haben, oder vielleicht auch grundsätzlich das Problem, immer wenn man diese Regulatoren macht, dann schreien die Großen manchmal danach oder auch nicht, aber sie gewinnen halt in den meisten Fällen, weil sie das Geld haben, und die Kleinen möchte man dann schon auch eben ein bisschen in Ruhe lassen, oder damit man ihnen nicht so viele Nachteile gibt, also ja. Mitbringt. Vielen Dank. Also zum Zeithorizont, ja, die Europäische Kommission hat leider den Lobbyisten der großen Konzerne ein bisschen nachgegeben, insofern als oder nicht nur die Kommission, sondern auch dann die Mitglieder des Rates und so weiter, haben nachgegeben, insofern als sie einen langen Zeithorizont eingeplant haben. Die Verpflichtung der Interoperabilität von One-to-One-Chats greift also sofort nach der Designierung zu den Gatekeepern, also noch dieses Jahr. Dann gibt es aber nochmal zwei extra Jahre für Gruppenchats und Video und Übertragung von Video und Foto- und Audionachrichten und Stickern und all diese Sachen. Und dann gibt es nochmal zwei extra Jahre hinten drauf für Video- und Audioanrufe. Ja, also bis das alles umgesetzt ist, können wir auf jeden Fall noch einfach bis 2027 warten. Ob das dann bis dahin noch überhaupt eine relevante Gesetzgebung ist, müssen wir dann schauen. Und dann zu der Frage der Umsetzung. Ja, unsere größte Sorge ist, dass die Gatekeeper im Prinzip einfach das schlecht umsetzen. API, die unzuverlässig ist oder die unzulängliche Funktionalität bietet und dass das am Schluss dann niemand nutzt. Es gibt eine Anti-Circumvention-Clause im DMA, die es verbietet, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu geeignet sind, eine Verpflichtung zu umgehen durch die Hintertür. Die könnte man versuchen, da dann zu benutzen. Aber wir haben das auch in anderen Bereichen gesehen, wie beim Open Banking zum Beispiel, dass die Banken als Gatekeeper unserer Bankkonten im Prinzip Zahlungsanbieter dann oder Drittanbieter dann da aus dem Markt ausschließen, indem sie diese APIs schlecht umsetzen. Da muss die Kommission hinterher sein. Und wir werden natürlich als Zivilgesellschaft in Brüssel zusammen mit unseren Mitgliedern in der EU alles tun, um die Kommission wirklich auch in den Hintern zu treten, dass sie das macht. Okay. Meine Frage geht ums Thema Desinformation. Das wurde ja einerseits auf den Slides der Good und andererseits auf den Slides der Bad and Ugly erwähnt.
mich ein bisschen verwirrt, weil Desinformation ist ja immer der perfekte Vorwand für Informationskontrolle und schließlich Zensur. Das hat man in der Geschichte immer wieder gesehen. Man sagt jetzt, man will mit Desinformationsbekämpfung die Demokratie retten. Das glauben viele, ist eigentlich ein totaler Mist. Weil damit schafft man die Demokratie ab, weil man die Meinungs- und Informationsfreiheit einschränkt. Jetzt meine Fragen dazu. Jetzt, wie sieht das EDRI so wirklich? Gibt es da Desinformationsbekämpfung, die EDRI im Prinzip gut findet? Und wenn ja, wie soll man entscheiden, was ist Desinformation? Man muss ja entscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Wahrheitsministerium oder eine Stelle, die das wahrnimmt. Und man muss noch entscheiden, wurde es absichtlich oder unabsichtlich freigesetzt. Das waren meine zwei Fragen. Ja. Vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gute Fragen. Das ist in der Tat ein ganz, ganz großes Spannungsfeld, wo wir bei EDRI mit unseren Mitgliedern sehr, sehr viel Zeit investiert haben. Also ja, eigentlich fast ein Jahr erstmal nur vorab diskutiert. Das war noch bevor der DSA überhaupt vorgeschlagen war, 2019. Weil wir eben genau diese Fragen versucht haben zu beantworten. Und einer der Lösungen, die wir gefunden haben, ist, dass das Gesetz eben nicht entscheidet, welche Informationen im Internet wahr sind und welche nicht wahr sind, welche eine Plattform jetzt löschen muss und welche eine Plattform nicht löschen muss. Desinformation, wenn das erstmal definiert als jemand lügt im Internet, ist ja auch nicht illegal. Ne? Also da muss man. Genau, also ich glaube, wo wir hinkommen müssen und was unserer Meinung nach der DSA gar nicht so schlecht löst, man hätte sicherlich das besser machen können, aber der Ansatz, glaube ich, geht in die richtige Richtung, dass wir eben uns konzentrieren auf nicht, oder lügt jemand im Internet, sondern was passiert eigentlich anschließend mit dieser Lüge und welche Verantwortung haben Plattformen dabei, diese Lüge anschließend zu verbreiten. Und die Intention der Plattform ist ja, und deswegen, das kommt zu der Intentionsfrage dann, die Intention der Plattform ist ja nicht dann, Lügen zu verbreiten, zumindest in vielen Fällen nicht, sondern bei den kommerziellen Plattformen ist die Intention vor allem Geld zu verdienen. Und das verdienen die mit maximalen Klicks, maximaler Screentime, maximalen Werbezeigen. Ja? Und Klicks kriegt man und Screentime erhöht man vor allem durch sogenanntes Engagement, was wir lieber Enragement nennen, also Ärger, Frustration, Opposition, Polarisierung. Und das sind genau die Dinge, die durch die aktuelle algorithmusgetriebene Plattformwirtschaft verstärkt werden. Also das Ziel des Gesetzes, so wie wir es versucht haben, auch in die Richtung zu drücken, ist dann nicht zu sagen, oh, das Gesetz sagt jetzt, was muss gelöscht werden, was muss online bleiben, sondern welche Prozesse müssen Plattformen integrieren, um zu verhindern, dass die eigenen Systeme das Verbreiten von Lügen begünstigen, sage ich mal, oder die Polarisierung der Gesellschaft begünstigen. Denn da haben die Plattformen plötzlich eine Hand mit dem Spiel. Nochmal, natürlich muss am Schluss, wenn es zum Löschen kommt, irgendjemand muss es entscheiden. Die Plattformen, die heutzutage am meisten verwendet werden, sind alles private Plattformen. Und auch das war für uns eine schmerzhafte Erkenntnis, dass wir anerkennen müssen, dass das kein öffentlicher Raum ist, den wir hier regulieren, sondern das sind private Plattformen, die entscheiden, was auf ihren Servern liegt und was nicht. Ob uns das gefällt oder nicht, die haben die Kontrolle, denen gehört der Scheiß. Und solange wir in dieser Abhängigkeit von diesen Plattformen sind, können wir noch so lange zedern, wie wir wollen. Es bleibt eben bei denen. Und dann können wir auch nicht sagen, oh, das ist aber Zensur, wenn Facebook irgendwas löscht. It's their server. Right? Und es insofern kommt, war das für uns auch der nächste Schritt vom DSA, dann einen Schritt weiterzugehen und sagen, hey Leute, eigentlich müssen wir, und jetzt verweise ich nochmal zu Petras Talk, der gerade eben vor mir stattgefunden hat, eigentlich müssen wir anfangen, unsere souveräne eigene unsere eigenen öffentlichen Räume im Internet zu bauen, um eben aus dieser Abhängigkeit rauszukommen und eine größere Kontrolle darüber zu gewinnen, was wir eigentlich online akzeptieren wollen als Gesellschaft und was nicht. Diese Entscheidung kann das nicht der Staat abnehmen, außer dass er sagt, bestimmte Dinge sind illegal, Stichwort Kindesmissbrauchsmaterial zum Beispiel. Und es können auch, sollten uns auch nicht die Online-Plattformen, die kommerziellen, abnehmen. Zweite Frage war noch, wie will man entscheiden, solche Maßnahmen gegen diese Information durchzusetzen, wenn man ja zuerst rausfinden muss, was ist wahr und was ist falsch. Wie soll das geschehen? Ja. Vielleicht kann ich es mit der Antwort zu den nächsten Leuten noch mit integrieren. Ich bringe es mit rein. Inwiefern wird das in der Schweiz umgesetzt? Weißt du das schon? Nein, das weiß ich leider nicht. Ich habe gehört, angeblich gibt es
Bewegungen in der Schweiz, sich auch in diese Richtung, also ne, Gesetz noch zu erlassen in diese Richtung, inwie stark sich das aber dann am DSA-Modell oder am DMA-Modell anlehnt, das weiß ich nicht. Du hast jetzt gerade nochmal betont, dass es da eigentlich um private Firmen geht und dass da dann die Möglichkeiten beschränkt sind. Jetzt gibt es aber auch die Ansicht, dass diese Firmen ja eine sehr zentrale Rolle spielen, zum Beispiel für die Meinungsbildung, also und dass man sie von daher eigentlich wie so Utilities betrachten könnte und dass man sie dann so ähnlich wie jetzt im deutschsprachigen Raum öffentlich-rechtliche Anstalten oder so reguliert. Gibt solche Diskussionen auch in Europa und was denkst du dazu? Ja, die gibt es. Da kann ich nicht so sehr als Edri antworten, aber meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass wir uns damit in eine für uns ungünstige Richtung bewegen. Wenn wir anfangen, die Plattformen, die im privaten Besitz sind, Shareholder-Besitz, auch noch außerhalb Europas, umdeklarieren in öffentliche Räume oder sogar, manche sagen, kritische Infrastruktur, dann geben wir denen quasi noch mehr Macht und noch mehr Stellenwert in unser System. Ich glaube, es bringt uns eher weiter anzuerkennen, dass der zentralisierte und kommerzialisierte Ansatz zu sozialen Netzwerken, den diese Plattformen gewählt haben, grundfalsch ist und dass wir eigentlich einen Reboot brauchen in diesem Bereich. Wir brauchen eigentlich nicht kommerzielle Räume, in denen wir uns als Öffentlichkeit treffen können, on our own terms. Und nicht den Regeln, die uns aus kommerzieller Seite oder von großen Unternehmen dann vorgeschrieben werden. Man kann sich das so vorstellen wie eine Stadt, in der es keine öffentlichen Plätze mehr gibt. Alle öffentlichen Plätze werden von einem privaten Unternehmen, sind im Besitz eines privaten Unternehmens. Das wurde heute Morgen von Petra auch als Beispiel genannt, was ich ziemlich passend fand. Alles ist im Prinzip eine Shopping-Mall, die ganze Stadt. Wenn man aus seinem Haus raustritt, ist man sofort auf privatem Grund und kann nur noch unter den Regeln eines privaten Unternehmens operieren. Das ist im Prinzip das heutige Internet. Und ich glaube nicht, dass wir uns damit einen Gefallen tun, auch nicht, wenn wir dann hinterher diesen Unternehmen irgendwelche staatlichen Regeln auferlegen. Denn da werden wir dann als Gesellschaft immer den Kürzeren ziehen, wenn wir den legislativen Prozess dann versuchen, irgendwelche Pflaster auf das Problem zu kleben. Ja, da kann ich eigentlich gerade ein bisschen anschließen, denn was ich gehört habe, auch im Referat, war doch einiges auch an Misstrauen gegenüber dem Staat, oder also die EU ist ja in dem Sinne kein Staat, aber diesen Staatsgebilden. Ich habe das Gefühl, es ist kulturell auch ein bisschen anders in Deutschland als in der Schweiz, dieses Verhältnis zum Staat, das ist so meine Erfahrung. Auf der anderen Seite hast du am Anfang auch gesagt, ja, die müssen dann, also die privaten Unternehmen müssen dann auch nicht Richter spielen. Jetzt, das machen sie aber eigentlich sehr gerne und durchaus auch sehr oft, dass ich erinnere an ein Lieblingsbeispiel vor einem Jahr, die Geschichten Übergriffe im Metaverse von Facebook, Meta heißen sie jetzt, Meta Platforms Inc. Diese Übergriffe, wo dann Facebook eingegriffen hat und dann aber auch ganz klar gesagt hat, wir machen jetzt diesen Space und ihr könnt das nicht in den Einstellungen ein- oder ausschalten, denn im virtuellen Raum werden neue Regeln jetzt gelten und die müssen wir eben klar machen. Also da ist auch ganz klar ein Wille zur Macht da, aber kein Wille zur Demokratie. Meine Frage wäre ursprünglich gewesen, als ich Vorleser war, was ist eure Vision denn zur Alternative? Und so ich das jetzt verstanden habe, hast du es schon ein bisschen skizziert. Mehr öffentlichen Raum schaffen im Internet. Jetzt wäre meine revidierte Frage also, habt ihr schon eine Vision, wie das passieren kann? Das kann ich vielleicht nochmal einfach aus meiner persönlichen Sicht beantworten. So wie ich mir das vorstelle, und ich glaube, das geht vielen im EDRI-Netzwerk auch so, müsste ein öffentlicher Raum in jedem Fall nicht kommerziell als Grundlage sein. Das heißt nicht, dass da nicht auch mal irgendwie jemand Geld verdienen kann, aber die Grundbasis muss nicht kommerziell sein. Die Infrastruktur muss in öffentlicher Hand oder in der Hand der Bevölkerung liegen, entweder durch ein dezentrales, föderiertes System wie im Fediverse oder ähnliches. Es muss öffentliche Gelder dafür geben, dass die Weiterentwicklung stattfindet. Das kann nicht nur auf den Schultern von Freiwilligen sein. Es muss Open Source natürlich sein, freie Software, sodass es nicht kontrolliert werden kann durch eine zentrale Instanz. Das sind so die Pfeiler, glaube ich, die dafür notwendig wären. Manche von diesen Dingen haben wir schon, die gibt's ja schon. Ich glaube, was wir brauchen, ist die politische Unterstützung, um diese Dinge auch weiterzuentwickeln und dann entsprechend natürlich auch zu nutzen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wenn du sagst öffentliche Gelder, das klingt für mich sehr wieder nach Staat oder
denkt ihr da, okay? Ja, da gibt's verschiedene Modelle. Ich bin da auch kein Experte dafür, welche von diesen Modellen genau die besten sind. Aber genauso wie die öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch aus öffentlichen Geldern finanziert wird, aber so staatsfern wie möglich in vielen Ländern. Zumindest ist das das Modell, was wir aus Deutschland auch kennen. Und ich nehme an, in der Schweiz ist es ähnlich. So ähnlich könnte man das auch machen. Es gibt die Diskussion, einen europäischen Fonds für die Unterstützung von Open-Source-Software-Projekten aufzubauen. Auch das wäre dann so staatsfern wie möglich, hoffentlich. Aber da gibt es sicherlich, muss man auf jeden Fall die Diskussion müssen wir haben, zu gucken, wie können wir das so bauen, dass es eine breite Unterstützung kriegt, die unabhängig ist von kommerziellen Interessen und den Interessen der Menschen und den Nutzenden dient, aber gleichzeitig eben Staatsferne garantiert. Vielen Dank für diese Ideenskizze. Möge im Showdown the Good gewinnen, würde ich mal sagen. Gibt es noch eine Minute auf die Desinformationsfrage? Sonst eine halbe. Okay. Ja. Also um das nochmal zu unterstreichen, das System, was der DSA vorschlägt, ist zu sagen, es anerkennen, dass die Plattformen in erster Linie die Verantwortung tragen für die Durchsetzung ihrer eigenen Regeln. Wenn also Facebook sagt, Desinformation ist bei uns nicht erlaubt, dann definiert Facebook, was Desinformation ist und entscheidet Facebook, was genau wann runtergenommen wird und was nicht. Weil der DSA gesagt hat, das darf nicht der Staat entscheiden, wir wollen kein Wahrheitsministerium. Was der DSA aber vorschreibt, ist, wenn die Plattformen das machen, dann müssen sie mindestens von Anfang an sagen, welche Regeln gelten. Das muss klar sein für die Nutzerinnen und Nutzer. Sie müssen es fair und transparent durchsetzen. Und es muss Redress-Mechanismen geben. Also ich muss Widerspruch einlegen können. Und da ist das, was ich bei dem Bert ein bisschen genannt habe, ist, dass diese Widerspruchsmechanismen nicht so gut funktionieren werden, wie wir das gehofft haben. Und zwar deswegen, weil man zuerst zur Plattform selber gehen muss. Es gibt einen Internal Complaint Mechanism, der erst benutzt werden muss. Und erst wenn der durchlaufen ist, dann kann man zu diesem, was war der deutsche Begriff, Out-of-Court-Settlement, außergerichtliche Streitbeilegung. Erst dann kann man dorthin gehen und die hätten wir gerne bindend gehabt. Es gibt eine Verpflichtung für die Plattformen, an diesen Streitbeilegungsmechanismen teilzunehmen, aber die Entscheidung dieser Mechanismen ist jetzt leider nicht bindend. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Plattformen diesen Entscheidungen trotzdem folgen, aus Reputationsgründen und weil es halt auch nichts kostet. Ganz ehrlich, für Facebook ist es doch egal, ob so ein bestimmter Post jetzt on oder offline ist, in den meisten Fällen. Aber das müssen wir halt sehen, wie das in der Praxis genau funktioniert. Aber erster Schritt, Anerkennung, es ist privater Raum, die Plattformen müssen das entscheiden, im Rahmen dessen, was legal ist, selbstverständlich. Und B, es muss transparent und fair sein gegenüber den Nutzenden. All diese Dinge gibt es heute nicht. Also man geht zu Facebook oder Twitter, da wird was gelöscht und dann sitzt man da und sagt, ja, warum eigentlich? Ja, hat halt gegen die Regeln verstoßen. Aber welche denn eigentlich? Ja, sorry, können wir denn nicht sagen. Und Redress gibt es auch nicht. Also dafür erwarte ich schon, dass es eine Verbesserung zum Status quo gibt. Aber nochmal, wie gut genau das dann funktioniert und wie viele Menschen diese Mechanismen auch benutzen werden, das lässt sich vorab ganz schwer erklären. Vielen Dank für diese ausführliche Antwort.